Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedanken in der Mittagspause. Und heute geht es um niemand anderes als John fucking Romero, der an diesem Montag Blackroom vorgestellt hat, so eine Art ja, Science-Fiction-Shooter mit irgendwie Oldschool-Manier. Und ich will jetzt auch gar nicht mit dem riesen Vorschlaghammer draufhauen. Vielleicht mache ich es doch noch ganz kurz. Also es gab da ein Video, wo Adrian Carmack, einer der Mitbegründer von id Software, der auch bei Doom und Quake mitgewirkt hat, die letzte Szene aus The Force Awakens persifliert und ihm die Tastatur und die Maus gibt und John Romero nimmt sie an und sagt, okay, die Spielewelt braucht mich dort draußen. Also der gute Mann ist wieder komplett da in seiner Fülle an selbstüberschätzender Eigeninszenierung, unfassbar. Hat dann einen Pitch präsentiert auf Kickstarter und will läppische $700.000 für sein neues Projekt bekommen. Und wie das dann halt so ist bei Kickstarter-Projekten ohne Gameplay, ohne großartigen, festen Konzept, wo man eigentlich auch das Spiel und die Spielszenen selber in den Vordergrund rücken sollte, damit die Spieler dort ihr Geld investieren wollen und nicht einfach nur, hier ist John Romero, gibt ihm Geld. Der gute Mann hat nämlich seit 16 Jahren kein Spiel mehr veröffentlicht. Das letzte war Daikatana und das war einer der größten Flops der Videospielgeschichte. Also warum sollte man ihm eigentlich Geld geben? Jetzt habe ich jetzt doch ein bisschen mit dem Vorschlaghammer draufgehauen, zumal er ja auch einfach nur sagt, ich will halt einen Shooter bringen, der wieder dieses Oldschool-Feeling rüberbringen soll. Das ist, hallo, also ich meine, man kann jetzt Unreal Tournament Free-to-Play spielen, es gibt so viele Shooter dort draußen, wenn man noch ein Kickstarter-Projekt macht, dann kommt man mit einer irgendwie brandneuen Idee, also wenn man mit einem Pitch versucht, eine Kickstarter-Kampagne erfolgreich zu Ende zu bringen, dann sollte man auf jeden Fall eine grandiose, neuartige Idee haben. Noch nicht mal das hat er in den Korb mit reingeschmissen. Ich denke mal, das Ganze wird floppen. Darum sollte es aber eigentlich nicht gehen. Jetzt komme ich nämlich zu dem eigentlichen Punkt, denn es soll in diesem Video vielmehr darum gehen, dass ja auch ein John Romero scheitern darf und auch wieder zurückkommen darf. Wenn wir die gesamte Spielebranche mal so ein bisschen mit der Filmindustrie vergleichen, dann gibt es durchaus in der Spielebranche auch ein paar Köpfe, wie bekannte Regisseure in der Filmwelt. Dahinter arbeiten Hunderte von Angestellten, die versuchen, ihr künstlerisches Projekt an den Start zu bringen. Das ist halt auch ähnlich vergleichbar. Die Budgets sind ähnlich hoch und trotzdem gibt es in der Filmindustrie viel mehr größere Namen, viel mehr bekannte Regisseure als in der Spielewelt. Und in der Spielewelt müssen sich durchaus auch Spieleentwickler Gehör verschaffen. Da gibt es dann halt ein Cliff Bleszinski oder ein John Romero oder ein Neil Druckmann oder ein was auch immer. Es gibt so ein paar Namen, ja, die kennt man, aber entweder wird man bekannt, indem man über jahrzehntelange Arbeit immer wieder fantastische Spiele abliefert, oder man wird einfach bekannt, indem man ein bisschen lauter ist und indem man vielleicht auch ein bisschen extravagant ist und immer wieder in irgendwelchen Videos auftaucht. Also grundsätzlich haben die Menschen das in der Spielebranche schon schwieriger. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Filmregisseure durchaus mal die absoluten Gurken auf die Leinwand bringen können und trotzdem weiter ihre Filme machen dürfen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Zack Snyder. Wow, 300, Watchmen, Sucker Punch, was für ein genialer Regisseur. Und jetzt kommt Batman vs. Superman, einer der schlechtesten Filme überhaupt, hat unfassbar viel Geld verschlungen, ähnlich wie Daikatana damals 2000 mit John Romero. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, ich bin mir nicht nur ziemlich sicher, ich bin mir 100%ig sicher, dass Zack Snyder in den nächsten 2 Jahren wieder einen großen Film abdrehen wird. Und das passiert oder klappt in der Computerspielindustrie nicht so einfach. Da sind vielleicht Publisher zu zögerlich oder der gebrandmarkte Name John Romero hat vielleicht dazu geführt, dass er nicht wieder so richtig Fuß fassen konnte, denn der Gute musste quasi in den Mobilspielemarkt abwandern erstmal und versucht jetzt natürlich irgendwo wiederzukommen, hat zwischenzeitlich auch immer wieder mal gesagt, er will an ein Rollenspiel-Shooter entwickeln, also ein Shooter mit MMO-Ansätzen.
hat wohl auch endlos viel Investorenkapital angeblich verbrannt zwischenzeitlich. Jetzt ist er halt wieder da. John Romero ist vielleicht auch nicht unbedingt das beste Beispiel, aber mein Ansatz ist, oder mein Gedanke ist, dass durchaus Spieleentwickler nicht nur eine zweite Chance verdient haben, auch seitens der Spieler oder der Publisher, sondern ich finde, dass man ihnen als Spieler auch durchaus verzeihen muss oder sollte. Ein Miyazaki, der jetzt nach 6 Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne nach 5 Titeln, wenn er jetzt den 6. Bloodborne 2 raushaut, wird die ganze Spielergemeinde wieder jubeln. Aber angenommen, Miyazaki hat jetzt mal Lust, einfach mal ein Rennspiel zu machen oder irgendwas anderes. Und es kann auch durchaus sein, dass er dort scheitert. Dann muss man ihn aber trotzdem verzeihen und muss ihm die Chance geben, nochmal wieder zurückzukommen mit irgendeinem anderen Projekt. Es ist in der Musik oder in anderen Kunstarten ja auch nicht durchaus so, dass Künstler generell komplett immer nur abliefern können. Es gibt zwischendurch auch mal Alben, die sind einfach nicht so schlecht. Und wenn man mal ein Spiel veröffentlicht, was wie Daikatana zwar riesengroß angekündigt wurde und dann halt den Erwartungen nicht gerecht werden konnte, dann ist das aber okay. Man müsste jetzt eigentlich sagen, komplett Gras drüber gewachsen, jetzt rede ich so von 3 bis 4 Jahren, und nach Daikatana, also im Jahr 2005, hätte John Romero eigentlich sein nächstes Spiel rausbringen können und vielleicht wäre das ja auch gut geworden und er wäre jetzt ein ganz normaler, etablierter Developer. Dem ist aber nicht so. Ich meine, Publisher schieben gerne ihre Köpfe in den Vordergrund. Sie versuchen ja zum Teil auch mit großen Namen Spiele zu verkaufen. Aber wenn diese großen Köpfe dann mal nicht so wirklich abliefern, dann habe ich so das Gefühl, sind die irgendwie weg. Ich meine, nehmen wir mal so einen David Jaffe, der hat Twisted Metal damals gemacht, dann God of War, dann hat er versucht, Twisted Metal wieder zu reanimieren. Das hat nicht ganz geklappt. Jetzt arbeitete er an einem Shooter mit komischen, Scribble-Ansatz, was eigentlich designtechnisch schon eine nette Idee ist, aber irgendwie fasst er nicht mehr so richtig Fuß. Das liegt vielleicht auch daran, dass er nicht die Ressourcen hat, dass er nicht mehr so ein großes Team um sich scharen kann oder entwickeln kann. Jetzt könnte man natürlich auch Tim Schafer mit ins Spiel bringen, aber der hat immer gut abgeliefert. Also Grim Fandango, Psychonauts, Brutal Legend, das waren alles klasse Spiele. Oder ein Warren Spector, der jetzt mit Epic Mickey auch ein wunderbares Spiel erschaffen hat, was aber bei den Spielern irgendwie nicht so richtig ankommt. Zum Glück ist er jetzt wieder zurück bei seinen Wurzeln angekommen und wird jetzt hoffentlich System Shock 3 machen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Spielergemeinde den Developern das nicht so wirklich in der Art verzeiht, wie es in der Filmbranche üblich ist. Das ist eigentlich mein grundsätzlicher Ansatz. Und wenn die Brüder Yearly jetzt hier, das sind ja eigentlich die einzigen, die wir in Deutschland haben, die weltweit bekannt sind als Spieleentwickler. Wenn die halt ein neues Spiel machen, dann bin ich super gespannt drauf. Auch wenn Crysis 3 jetzt nicht so der absolute Hit war. Was vielleicht auch daran liegt, dass man zunächst die Engine verkaufen wollte, schöne Levels gebaut hat und dann am Ende gesagt hat, wie können wir da irgendwie storytechnisch einen roten Faden durchspinnen. Die haben vielleicht noch einen anderen Ansatz, weil sie primär halt auch ihre Engine natürlich verkaufen wollten mit der Spielemarke Crysis. Aber sie haben jetzt gerade The Climb veröffentlicht für VR-Brillen, also für die Oculus Rift, und ich bin einfach gespannt, was Crytek als nächstes so macht. Und ich finde, man muss einfach den Developern Fehltritte komplett verzeihen. Das Problem bei Blackroom ist einfach die Tatsache, dass es nicht von John Romero ist, auch wenn er halt ein extravaganter Typ ist, sondern die Tatsache, warum das halt wahrscheinlich scheitern wird, liegt daran, dass der gute Mann einfach komplett keine Vorarbeit geleistet hat, keine Gameplay-Szenen, und ja, die Leute auf Kickstarter sind nun mal gebrandmarkte Kinder, die schon Gelder gespendet haben in Projekte, die dann gefloppt sind. Also
das liegt natürlich in der Natur von Kickstarter, aber John Romero hat es auch verdient, wieder zurückzukommen mit Blackroom. Das hätte er vielleicht besser anfassen sollen oder anders lösen sollen. Nichtsdestotrotz müssen wir den Köpfen, die ja das ganze Spiel auch in irgendeiner Art und Weise orchestrieren, die gesamten Musiker quasi zusammenfügen zu einer Melange und schon ihren Masterplan verwirklichen, die als Dirigenten schon wichtig sind. Wir brauchen diese Köpfe, die schon im Vorfeld sagen, okay, wieder vergleichbar mit der Filmbranche, das Drehbuch ist cool, ich kann mir den und den Schauspieler vorstellen, ich habe die Idee für die und die Szene, okay, wir können das so und so machen. Genau das Gleiche brauchen wir auch in der Spieleentwicklung, die von Anfang an, ganz wichtig, schon in der Konzeptphase genau wissen, in welche Richtung es gehen soll und eine klare Vorstellung haben. Und danach können gewisse Projekte kaum noch richtig scheitern, wenn man ihnen genug Geld zur Verfügung gibt und sie die richtigen Leute um sich scharen können. Und weil wir diese Köpfe brauchen, müssen wir diesen Köpfen auch mal verzeihen. Das ist so meine Ansicht. Dafür ist John Romero ein denkbar schlechtes Beispiel, aber das war jetzt gerade das Thema dieser Woche. Ja, mal gucken, was es nächste Woche gibt. Schauen wir mal einfach.